Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Alter, das ist meine Nacht. Reiß jetzt endlich her, weil sonst reiße dir eine Taster 14 Dr. Shadowvogel. So ungefähr kann ich mir das vorstellen, wie das in Wien passieren könnte, wenn sich jemand seine, die ihm gehörende Nacht zurückholt. Quasi eine Art Schleichte, du Arschloch, in Richtung von sämtlichen Nacht. Flatteranten. Oder aber, man hat's mit einem relativ unbekannten Film zu tun, der uns jetzt von Arrow Video serviert wird. Und das relativ unbekannt meine ich in diesem Fall tatsächlich absolut wortwörtlich. Dieser von Gia Elliott gedrehte Film ist nämlich zum Zeitpunkt von diesem Video noch nicht einmal in der OFDB überhaupt eingetragen. Es lässt sich nur über die Google-Suche ein bisschen was herausfinden, so beispielsweise, dass die Wertungen von diesem Film absurder gar nicht sein könnten, während er in der IMDb auf schlanke 3,9 von 10 möglichen Punkten kommt im Durchschnitt, hat er bei Rotten Tomatoes 78% der Stimmen positiv auf seiner Seite, ist ein Film auch aus dem Jahr 2021 und damit einer der weiteren der wenigen weiteren Filme, die Arrow Video uns eben serviert, die quasi gleich direkt neue Filmproduktionen sind und nicht irgendwelche alten Filme, die dann in neueren, aufgehübschteren Versionen erscheinen, was ja mehr oder weniger das ist, was Arrow Video auch sehr gerne und vor allem auch sehr erfolgreich macht. Aber wir können jetzt dann einmal hier auf dieses Cover-Artwork blicken. Da sehen wir mehr oder weniger die drei Fliegen auf rosanem Samt, beziehungsweise hier dann eigentlich eine fast Warhol-esk anmutende Collage an verschiedenen Bildern, die nämlich eben auch wirklich mit diesem groben, zeitungsartigen Look dargestellt werden, die nämlich eben vor allem mit relativ wenig Farben auskommen müssen, das Ganze einfach nur mit diesen lila und grüntönen dargestellt wird, was meiner Meinung nach eigentlich, hoppala, eine relativ coole und durchaus interessante Sache ist. Wir können dann natürlich einmal gleich direkt auf das Backcover wechseln, da bekommen wir dann noch ein paar weitere Informationen zu dem Film, wie gesagt, für Isiotone zum Finden. Beispielsweise in dem Fall ist Nicole Rifkin für das neue Artwork für die Arrow-Video-Version zuständig gewesen. Produziert wurde der Film auch unter anderem in Zusammenarbeit mit Dark Sky Films und wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da bin ich nämlich natürlich in erster Linie neben dem selbstverständlich mit dem Schuber identischen grundsätzlichen Außenartwork von dem Keepcase gespannt, was man sich hier noch für uns hat einfallen lassen. Natürlich gibt's dann nämlich hier im Inneren von diesem Keepcase auch bei dem Film wieder ein... Also ich weigere mich, das als Wendecover zu bezeichnen. Ich würde niemals, niemals so weit gehen, um diesen feuchten Furz von einem Hauch, von einem Design auch nur ansatzweise als Artwork zu bezeichnen. Das ist schier. Bist denn du deppert? Aber in dem Fall muss ich ja schon fast sagen, leider bekommen wir dieses Design dann eben nicht nur als alternatives Wende, sondern nämlich sogar auch hier noch als Poster. Was ich allerdings bei der Poster-Version jetzt wahnsinnig interessant finde, ist, dass wir tatsächlich das Einzige, was uns dieses Cover gezeigt hätte, in dem Fall natürlich verdeckt bekommen haben durch den Innenring. Also ganz so schlimm, wie ich auf den ersten Blick gemeint habe, ist es ja dann doch nicht, wobei ich durchaus sagen würde, es ist trotzdem ziemlich, ziemlich, ziemlich schlimm und es ist, auch wenn das hier jetzt vom Stil her quasi sicherlich nicht unter meinen Favoriten der Arrow Video Cover kommt, ich würde sagen, das Teil kommt nicht einmal in die Top 100 dieses Jahr, ist aber trotzdem eben zumindest irgendwie ein interessantes, weil ansatzweise innovatives Motiv, was man von dem anderen wirklich nicht sagen kann. Offensichtlich bekommen wir dazwischen ein Booklet geschrieben von Katy Perry, beziehungsweise, da ist die vierte Fliege, und können dann einmal ins Innere schauen, da bekommen wir die Infos, was wir einerseits eben hier als Text und als Essay im Inneren bekommen. Sehr cool, finde ich, wie dieses Booklet hier im Inneren gestaltet ist, grundsätzlich mit dieser Schwarz-Weiß Ästhetik, aber halt einerseits diese Textmarke, dann dieser karierte Hintergrund,
das ist eigentlich wirklich geil, wie dieser Text hier im Inneren von diesem Booklet aussieht, mit den Kritzeleien dazu, mit den unterschiedlichen Papierhintergründen und Schriftarten, Sachen in Maschinenschrift, Sachen handgeschrieben dazu geklebt. Das ist eine wirklich, wirklich geile Idee und eine, die dieses Booklet hier definitiv zu etwas ganz Speziellem und ganz Einzigartigem macht. Ich bin durchaus gespannt, was uns dieser Film dann tatsächlich liefert, wenn ich irgendwann einmal Zeit haben sollte, ihn mir anzuschauen. Aber irgendwie beschleicht mich die Befürchtung, dass das eben vor allem aufgrund von meiner extrem langen Watchlist da noch relativ lang dauern wird, weil irgendwie jetzt so wahnsinnig packend und fesselnd schaut einmal zumindest diese Verpackung nicht aus.